Und auch die grüße ich, die möglicherweise von außerhalb kommen, aus den Ortsteilen oder den Orten um Kamenz herum. Das ist zu sehen an der Stelle. Ich bin im Moment hier einer. Aber darum geht es mir nicht, sondern es geht mir darum, dass ich mir, wie viele andere auch, wie Sie genauso, und da nehme ich Sie mit rein in meine Gedanken, dass wir uns auch die Frage stellen, wie wir zusammenkommen, wie wir ins Gespräch kommen zu den Dingen, die uns bewegen. Und da ist etwas aufgebrochen in den letzten Wochen, in den letzten Tagen besonders, dass sich viele die Frage stellen, was passiert, wenn eben eine, das klingt hölzern, einrichtungsbezogene Impfpflicht tatsächlich zur Anwendung kommt. Oder eine allgemeine Impfpflicht. Und die Frage ist, dass eben vom Grunde her jene, die auf der Ebene des Bundes und auf der Ebene des Landes Verantwortung tragen, uns und Ihnen auch zuhören und in der Hinsicht auch mit Ihnen ins Gespräch kommen. Denn letztendlich ist da meine Meinung sehr klar. Natürlich müssen Landräte, Bürgermeister und andere Verantwortungsträger Gesetze umsetzen. Wenn aber vom Grunde her deutlich wird, und da habe ich persönlich keinen Zweifel an der Haltung von Landrat Harich, dass man versucht, also sogenannte Einzelfallbetrachtungen zu machen, dann, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Bürgerinnen und Bürger, dann stellt sich eben die Frage, was aus dem eigentlichen Ziel oder vom eigentlichen Ziel des Gesetzes vom 10.12. übrig bleibt. Dann wird ja dieses Ziel, das man verfolgte, eine einrichtungsbezogene Impfpflicht umzusetzen, nicht erreicht. Und deswegen ist da klar meine Meinung, es ist die Aufgabe des Deutschen Bundestages zu überlegen, dass man diese spezielle Impfpflicht, das Gesetz faktisch aussetzt und letztendlich sich den Raum damit auch schafft, den Raum gibt, dass wir miteinander ins Gespräch kommen. Es geht nicht darum alleine, dass ich zu Ihnen heute spreche. Ich hatte die Gelegenheit, am vergangenen Samstag mit 20 Demonstranten, manche sagen Montagsspaziergängerinnen und Spaziergänger, ins Gespräch zu kommen. Und diese 2,5, knapp 3 Stunden, die waren, glaube ich, für alle, für mich, den 21. dabei, wichtig. Dazu brauchen wir aber Räume, wo wir uns treffen können, neben den Marktplätzen oder den Plätzen, um vom Grunde her auch mit denen ins Gespräch zu kommen, die möglicherweise anders denken als Sie, die sich heute hier versammelt haben. Da sehe ich auch meine Aufgabe als Oberbürgermeister dieser Stadt. Und es geht natürlich um die Frage eines selbstbestimmten Lebens. Es geht um die Frage, selbst zu entscheiden, ob man sich impfen lässt oder eben nicht. Ja! Und von daher geht es um viele Fragen, um Kinder, es geht um Ältere. Ich habe auch Eltern, die weit in den 80er sind in der Hinsicht. Und es geht um uns, das ist doch vollkommen klar. Und von daher glaube ich, ist es wichtig, dass Sie mit Ihrem friedlichen Protest deutlich machen, dass wir hier in einer Demokratie miteinander ins Gespräch kommen und dass wir versuchen, unsere Probleme und unsere Fragestellungen friedlich zu lösen. Das ist etwas, was ich neben vielen anderen Dingen an die Landespolitik, an die Bundespolitik herantrage. Und ich wünsche uns, dass wir in der Hinsicht diese Treffen in der nächsten Zeit herbeiführen,
Und das führt eben nicht dazu, dass sie ihre Haltung, die ich mir vorstellen kann, aufgeben, sondern das führt dazu, dass man fest auftritt und auch mit seiner Argumentation in der öffentlichen Wahrnehmung steht. Aber dazu gehört eben auch, dass Schluss damit gemacht wird, dass man jene, die wie Sie sich montags hier versammeln, wie in der Vergangenheit zu oft geschehen, diffamiert, mit Nazis gleichsetzt und vom Grunde her diskriminiert. Dass wir uns hier treffen, dass ich heute zu Ihnen sprechen darf und dass Sie mir zuhören, wenige Minuten, das empfinde ich persönlich als große Ehre und Anerkennung an der Stelle, aber auch darum geht es nicht. Ich kann vom Grunde her nur für Sie, für die Kamenzerinnen und Kamenzer, mit Ihnen gemeinsam das Wort ergreifen. Und ich kann dafür werben, dass wir die Argumente, die für oder gegen eine Betrachtung stehen, sorgfältig auf den Tisch legen und dass das möglichst, und das ist unsere sicher gemeinsame Forderung, mit der größtmöglichen Sorgfalt und mit der größtmöglichen Transparenz geschieht. Deswegen hat es mich ermutigt, als ich erfahren habe, dass einen Aufruf Ärzte für alle 300 Medizinerinnen und Mediziner, also Fachleute, unterschrieben haben, die ihre Sorgen teilen. Und da liegt sicher noch vor uns allen ein langer Weg. Und wir wünschen uns für unsere Jüngeren, für die Älteren und für unsere Gesellschaft das Beste. Vor allem Gesundheit, Frieden und ein gutes Miteinander. Und ich bin Ihnen sehr dankbar, wie friedlich und letztendlich, wie Sie in dieser Form für Ihre Ziele einstehen und welches Signal Sie auch im Sinne eines anständigen Protestes nach außen senden. Das muss eine Demokratie aushalten und das hält sie auch aus. Bravo! Bravo! Was die Gesprächsformate angeht, die sind vielfältig. Auf eines will ich Sie aufmerksam machen. Am vergangenen Freitagabend, ich bin dazu eingeladen worden, gab es eine Videokonferenz. Da sprachen Ärzte, Ärztinnen, da sprachen Krankenschwestern, da sprachen Politiker, Bürgermeisterkollegen, ein Landrat über ihre Sicht und unsere gemeinsamen Nöte. Sie können das auf YouTube sich anschauen, in der Hinsicht, das ist jetzt ins Netz gestellt. Die Aktion heißt Erster Runder Tisch, Ärzte für alle Bürger. Lassen Sie uns in der Hinsicht also für das, was Sie bewegt, gemeinsam eintreten. Und ich glaube, dass Sie auch im Dialog, auch mit Leuten, die anderer Ansicht sind, Unterstützerinnen und Unterstützer finden. Von daher wünsche ich Ihnen das Beste und vom Grunde her aber für die kommende Zeit vor allem die Bereitschaft, ein Stück weit weiterzumachen. Die Dinge erledigen sich nicht von allein. Es gibt ja einen Gedanken, dass man die Dinge auch prägnant und kurz machen soll. Und daran will ich mich halten. Ich wünsche Ihnen allen, und das meine ich ganz von Herzen, einen wirklich guten Nachhauseweg. Und bleiben Sie gesund und behütet. Thank you.
Komm wieder! Genau.